Liebe Reisemobilpilger und liebe Zuschauer von GochTV, ich begrüße Sie hier zu unserem DIA-Vortrag, den wir heute als Abschluss von unserer Lourdes-Wallfahrt Ihnen zeigen mögen. Wir haben letztes Jahr den Pilgerstab von Goch übernommen und sind damit im Mai diesen Jahres auf Reisen gegangen, die durch die Schweiz und durch Frankreich führten. Und hierüber würden wir Sie gerne mitnehmen. Aus dem Spreewald kamen Brigitte und Alfred zu uns. Wie in Goch sind Sie auch bei uns diejenigen mit der weitesten Anfahrt. Alfred war unser ältester Teilnehmer, aber zugleich unglaublich rege und agil. Man merkt halt, dass er jeden Tag 40 Kilometer Fahrrad fährt. Daher hat er seine Ausdauer. Auf unserem längsten Streckenabschnitt von Nevers nach Straßburg habe ich seine Kondition und sein Temperament kennengelernt. Als der Abstand zwischen Alfred und mir immer größer wurde, dachte ich, er wird müde sein und ich fuhr immer langsamer, damit er wieder aufholen konnte. Beim nächsten Parkplatz wurde rausgefahren. Dann konnte ich mir seine Sicht der Dinge anhören. Was ist mit dir los? Du wirst immer langsamer. Selbst die LKWs überholen uns schon. Was stimmt? Ich konnte nur entgegnen, dass ich mir Sorgen wegen seines Alters und dem immer größer werdenden Abstand gemacht habe. Er erwiderte nur, das ist ja wohl was ganz Neues, dass sich jemand um mich Sorgen macht und dabei vergisst, Gas zu geben. Von dieser Stunde an wich ich Alfred nicht mehr von meiner Stoßstange. Als wir nach über 8 Stunden in Straßburg ankamen, beschlossen Alfred und Brigitta, noch weiter nach Deutschland zu fahren. Unglaublich, die Kondition der beiden. Nach ihrer Rückkehr zu Hause berichteten sie mir, dass ab Deutschland wieder gefahren wurde, wie das Navi auf dem Beifahrersitz es wollte und nicht, wie die Satellite-Lady es vorgab. Aus Dortkirchen kamen Henriette und Wilhelm mit dem Riesenwohnmobil. Sie waren unsere Lourdes-Profis. Unzählige Male haben sie an Pilgerzügen der Kranken schon teil. Trotzdem wurde unsere Womo-Pilgerfahrt für sie manches Mal zur Herausforderung. Ich erinnere nur an die Straßen zu dem Campingplatz Aris. Wilhelm steuerte sein Riesenschiff oft genauer als wir unsere kleine Hütte. Das ist einfach bewundernswert. Unvergessen sind aber auch die vielen kleinen Becherowka, die von dem Bückermobil ausgingen. Es war einfach klasse mit euch. Unser Diakon und seine Hannelore, Bernd aus Limburg. Von den beiden wissen wir, dass sie nicht oft mit dem Wohnmobil so lange gemeinsam unterwegs sind. Sie sind mehr für Kurztouren. Auf unserer Lourdes-Tour hat sich Hannelore überhaupt nicht viel gegenüber sonst geändert. Denn Bernd war rund um die Uhr als Diakon für uns alle eingespannt. Nur manches Mal kam ein Stöhnen über Bernds Lippen. Eigentlich bin ich hier auf Urlaub. Aber wie das halt so ist, Ruhestand kennt er nicht. Somit können wir uns nur für seine Predigten, Betrachtungen für Morgen- und Abendlob bei ihm bedanken. Ohne ihn und seine Authentizität hätte das Herz der Pilgergruppe gefehlt. Dann hatten wir unsere Pilgerschaftsführer, Ingeborg und Richard. Ich glaube, in der Woche sind nichts zu sagen. Und ich habe mir immer überlegt, was machst du jetzt mit dieser Pause, ob ich die mit etwas füllen kann. Aber ich habe die beiden so lieb gewonnen, mir fällt was Spöttisches nicht ein. Hildegard und Franz Josef. Ja, die beiden kamen aus Friseude oder kommen aus Friseude. Hildegard war stolz darauf, aus der Stadt zu kommen, die um ein Haar zum Zentrum der Welt geworden wäre. Die Hanse erfand nämlich in Friseude das Plattdeutsch. Und nur wer diese Sprache beherrscht, durfte der mächtigen Hanse beitreten. 10 von den 23 Pilgerfahrtteilnehmern waren dieser Sprache mächtig. Und wir, südlich des Weißwurst-Äquators des Mains, verstanden nichts. Selbst das Wunder in Lourdes blieb aus und ich verstehe die Sprache bis heute nicht. An den Wohnmobil-Selbstbauer Franz Josef erinnere ich mich gerne als einen hervorragenden Sänger. Er bestand darauf, alle 24 Strophen des Lourdes-Lied auf dem Campingplatz in Rocamadour zu singen
auch als bei allen anderen nach 12 Strophen der Text ausging. Das ist Nelly, eine unserer letzten Mitfahrerinnen, die wir so kommentarlos mitgeben wollten. Wir haben ja schon was über sie erzählt. Und wir hatten einen kleinen Kater dabei, den Fini. Der heißt so, weil er uns zugelaufen ist, weil er uns gefunden hat. Und der ist auch nur mitgekommen, weil er sonst allein zu Hause bleiben sollte. Das gefiel ihm nicht. So wie in dieser Runde hier haben wir also oft zusammengesessen, haben den Segen für den nächsten Abschnitt mitgenommen und sind wieder losgefahren. Diesmal nicht direkt weiter nach Lourdes, sondern irgendjemand, ich glaube, das war Bernd, hat gesagt, Leute, da ist eine wunderschöne Höhle, da kann man mit dem Auto reinfahren, lasst uns doch hinfahren. Die heißt der Asyl und hier sehen Sie gerade, wie die Mannschaft wieder mit dem Wohnmobil zurück entgegenkommt. Ich war immer der Letzte mit meiner Frau, deswegen konnte ich das wunderbar aufnehmen. Und dann ging es immer noch weiter nach Lourdes, hier das erste Schild, wo Lourdes wirklich steht. Und dann sind wir schon da. Ein Campingplatz, de Lourdes heißt der, direkt fußläufig vom heiligen Bereich entfernt, preislich durchaus zu bewältigen. Und von da aus sind wir noch am gleichen Abend losgezogen in den heiligen Bereich durch ein kleines Schlupftürchen und haben diesen wunderschönen Platz gesehen. Wenn man da reinkommt, kommt man dieser Grotte vorbei. Da lief zurzeit gerade eine heilige Messe in einer anderen Sprache. Da konnte man nicht viel stören. Und wir sind weiter, haben uns die Laternchen gekauft und haben an der Lichterprozession teilgenommen. Ein bewegender Moment. Vorbei an der Marienstatue. Da steht er, unser Pilgerstab. Und haben dann auf dem Rückweg wieder die Grotte gesehen, wieder in einer anderen Sprache, wieder war Gottesdienst da. Und wir haben gesagt bekommen, jawohl, ihr könnt auch einen deutschen Gottesdienst besuchen, aber erst morgen früh um 7, also sind wir alle sehr früh aufgestanden und los zu unserem Schlupftor und konnten da nicht rein, weil der war noch zu. Und dann haben wir einen anderen Eingang gesucht. Hier eilen wir noch über die Brücke und haben dann tatsächlich unseren deutschen Gottesdienst gehabt. Man sieht, der Pilgerstab steht in der Grotte, wir andächtig davor. Unser Diakon hält die Lesung und danach konnten wir sogar in die Grotte hineingehen und sie betrachten und sie anfassen. Wir sahen auch diesen Brunnen, diese Quelle, die heute immer noch sehr viel Wasser fördert, die Bernadette ausgebuddelt hat. Danach hatten wir den Vormittag zur freien Verfügung. Jeder von uns hat ihn anders genutzt. Wir sind im Heiligen Bereich rumgelaufen, haben uns die einzelnen Kirchen angeschaut, die es da zu sehen gibt. Wir waren hier in dieser kleinen Kapelle von der Bernadette. Da ist eine Reliquie von Bernadette aufbewahrt. Und sind auch zum Kreuzweg gelaufen, die erste Station des großen Kreuzweges, wo alles mannsgroße Figuren stehen, ist die sogenannte Pilatus-Station. Jesus wird zum Tode verurteilt, dargestellt ist eine Treppe, die man nicht begehen darf, wo man nur auf Knien hoch darf. Das hat mich doch beeindruckt, auch jemanden zu finden, der das gemacht hat. Ein zweites Foto habe ich noch gemacht, Jesus nimmt das Kreuz auf sich. Und wer die anderen Bilder sehen will, der muss sich schon nach Lourdes machen. So wie all die vielen, die hier auch in Zelten, Camping und so weiter, viele Jugendliche, die sich auf den Weg machen, Lourdes bewundern. Wir haben uns dann für den Nachmittag verabredet zu dieser Statue. Das ist die Marienstatue, die Blumen rundherum von Touristen, von Gläubigen gespendet. Die werden täglich zusammengesammelt und in anderen Kirchen und an anderen Altären zum Schmuck genommen. Die Bernadette hat einen Künstler beschrieben, wie Maria ausgesehen hat. Dieser Künstler hat diese Gestalt geschaffen, die wir jetzt sehen. Und als Bernadette diese Gestalt gesehen hat, war sie erschrocken und hat gesagt, nein, so sah sie nicht aus, sie war viel schöner. Der heilige Bereich aus einer anderen Perspektive.
Das Bild zeigt nichts, als dass es mich erinnern soll zu erzählen, dass wir natürlich auch da wieder eine Präsentation hatten, eine Videodarstellung, was ist in Lourdes passiert. Einer der Pasteure, die da Dienst tun, hat uns im heiligen Bereich herumgeführt, hat uns alles erklärt. Hier sieht man beispielsweise nur einen kleinen Ausschnitt, hier sieht man östliche Kunst, wie wir sie normalerweise in Italien nicht finden würden. Sonst ist ja sehr viel Künstlerisches aus Italien herausgewachsen. Er hat uns auch viele andere Dinge erklärt, diese wunderschönen Bilder, die Bedeutungen. Ich habe es mir auch gar nicht merken können. Aber jede Kleinigkeit hier hat eine Bedeutung. Dieses Bild handelt von Bernd und seiner Hannelore. An dieser Stelle hat Bernd die Berufung zum Diakon erfahren, als er zum ersten Mal in Lourdes war. Das sind so kleine Wunder, die nirgends aufgelistet werden. Und dann hat er sich entschieden, Diakon zu werden und ist heute noch unser Diakon. Hier die große Kirche und der Blick von dieser großen Kirche in den heiligen Bereich. Hier geht die Lichterprozession hoch, die dann irgendwo die Seiten wechselt und hier wieder runterkommt. Hier unter diesem großen grünen Platz ist die unterirdische Basilika, von der wir noch berichten werden. Hinten ist eine Burg, die hat aber mit dem Lourdes nichts zu tun. Natürlich kann man in Lourdes richtig im Lourdeswasser baden. Hier kann man sich anstellen, da wird man richtig im Wasser untergetaucht, fast wie getauft. Wir sind dann rübergeeilt auf die andere Flussseite und haben da auch das Haus besucht, wo die Versehrten untergebracht werden. Die Behinderten sind die Hauptpersonen in Lourdes, werden sehr vorzüglich behandelt und haben überall Vorfahrt. Eine kleine Kapelle mit der sakramentalischen Anbetung, die wir gesehen haben. Wir haben gesehen, wie die Versehrten sich aufschreien zu einer Prozession. Und dann sind wir noch weiter rausgelaufen. Man sieht die Marienstatue hier noch ganz klein. Daran sieht man, wie weit wir schon weg sind, wie dieses Bild entstanden ist, in Richtung Ausgang zur Stadt hin. Und von da aus haben wir dann diese unterirdische Basilika besucht. Hier passen 25.000 Leute hinein. Das war dann schon Samstagabend gewesen und am Sonntagmorgen waren wir doch tatsächlich in dieser Basilika und haben den Gottesdienst da gefeiert um 10 Uhr jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Hier ist der Richard mal weggelaufen und hat mir den Stab gegeben, also habe ich ihn auch mal halten dürfen. Ich glaube, er hat das Foto gemacht, dass das nächstes kommt. Nein, das übernächste. Und zwar der Einzug aller dieser Zelebranten. Das sind alles Diakone, Bischöfe, Priester und so weiter. Auch unser Diakon war dabei. Und das war ein bewegender Gottesdienst. Und unsere Elisabeth hat die Lesung gehalten in Deutsch. Das war eine ganz große Sache für uns, dass wir da so mitgestalten könnten. Wir sind nur ganz normale Touristen, möchte ich fast sagen. Und wir wurden so einbezogen, und das ist mit Sicherheit das Verdienst von Bernd und ich weiß es nicht genau, aber ich denke mir auch von Richard, die da viel Vorarbeit geleistet haben. Man hat da richtig auf uns gewartet. Fürbitten wurden zum Teil in allen Sprachen, in vielen Sprachen gehalten, auch in Deutsch. Und unser Franz Josef hat die Fürbitten gehalten in deutscher Sprache. Dieses Bild übrigens, diese Leinwand, wie sie überall aufgestellt war, das Bild wurde dann auch in der ganzen Welt übertragen. Meine Frau und ich, wir haben dann den heiligen Bereich verlassen, sind mal ein bisschen hier in den Trubel gegangen, wo man einkaufen kann und tun kann, wo eigentlich auch, sagen wir mal, das weltliche Leben um Lourdes herum mitspielt. Wir haben halt so einen Kanister gebraucht. Und zwar kann man natürlich in Lourdes Wasser mitnehmen aus Lourdes. Ich habe vorher gedacht, das machen wir nicht, so ein Quatsch. Aber wenn man erstmal in Lourdes ist, wird man so angesteckt von der Gläubigkeit, von der frohen Gläubigkeit dieser Menschen, dieser vielen, vielen jungen Menschen, dass ich heute froh und stolz darauf bin, zu Hause auch einen Kanister mit Lourdeswasser zu haben. Richard hat dann einen weiteren Besuch in der Stadt für uns organisiert, auf den Spuren von Bernadette. Eine freiwillige Helferin hat uns da begleitet, hat uns das Wohnhaus, wo die immer gewohnt haben, gezeigt.
das mich erinnern soll, nicht zu, auch zu erwähnen, dass Bernadette, wie auch heilig gesprochen wurde, die erste Heilige fotografierte ist, das heißt also, die Fotografien gibt es ja erst seit 150 Jahren oder sowas, und sie war die erste, die fotografiert worden ist. Wie das die Mühle ihres Vaters, die Mühle lief erst recht gut und später wurde sie sehr bettelarm und musste im Gefängnis leben, damit sie überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Hier die Burg aus der Stadt her betrachtet, wir sind zum Haus gelaufen, wo die dann letztlich auch in die Schule gekommen ist. Nachdem die Mariengeschichte passiert ist, ist Bernadette natürlich bekannt geworden und dann hat man ihr auch das ermöglicht, dass sie den Katechismus lernt und dass sie in die Schule gehen darf. Beides war gleich wichtig. Hier sehen wir unsere auch in der Zeitung veröffentlichte Zusammenkunft. Erstaunlicherweise sind zwei Gesichter dabei, die sind viel heller als die anderen, so im Hintergrund. Und auf die Seite. Auch die Sonne scheint aus einer anderen Perspektive, ja. Das ist eines von den kleinen Wundern in Lurklau. Natürlich gab es auch Samstag eine Lichterprozession, aber Samstag war ich so kaputt, da sind wir zu Hause geblieben. Sonntag waren wir dann wieder dabei. Diese schöne Statue wurde dann vorab getragen und dann sangen wir alle dieses Ave Maria Lied und andere sehr schöne Lieder. Es ist schon eine bewegende Sache gewesen. Wir haben unsere Andenken am nächsten Morgen zusammengetragen und den Bernd gebeten, die zu segnen, damit wir sie auch in würdiger Erinnerung mit nach Hause nehmen können. Und wenn man dem Bernd etwas zum Segnen gibt, dann hat er keine Gnade gekannt, hat er uns gleich mitgesegnet. Nicht nochmal extra, aber richtig nass gemacht. Wir sind weitergezogen zu einer Höhle. Eigentlich wollten wir eine Pyrenäen-Rundfahrt machen, aber das Wetter war schlecht. In den Pyrenäen wenigstens, und da haben wir gedacht, nö, lass mal besser nur einen kleinen Ausflug machen und sind in diese Höhle gegangen, die größte in Frankreich, wo man zu Fuß in 7 verschiedenen Etagen die Wunder der Natur erlaufen kann, mit einem kleinen Bötchen durch einen unterirdischen Fluss fahren kann und mit einer Eisenbahn wieder raus. Ja, das ist dann die gleiche Tour. Ja, wir sind dann weiter und haben einen schönen Stellplatz gefunden. Das heißt, der Richard hat das natürlich vorher organisiert, wo wir dann auch wieder zusammengekommen sind. In Florenz, hier ein Bild aus dieser Gegend. Und am nächsten Tag sind wir nach Roc Amador gekommen. Roc erinnert mich an Felsen und Amador war der heilige Amador, der vor vielen, vielen hundert Jahren ein Erlebnis mit der Mutter Gottes hatte. Diese ganze Anlage ist in Felsen gebaut und von oben kann man die dann belaufen. Wir sind erstmal von oben hin und haben dann auch schöne Plätze gefunden, wo man ein Bild machen kann, haben den Kreuzweg gefunden, an dem wir runtergegangen sind, bis zu dieser schwarzen Madonna, die hier oben drin ist, die mit dem Wunder von Roc Amador eng verknüpft ist. Wer das nachlesen will, es lohnt sich. Hier kann man kleine Messingnägelchen in eine Säule hämmern für kleines Geld. Ich glaube 5 Euro, für mich war das zu teuer. Aber einer von uns hat es gemacht. Ne? Eine Felsengrotte. Und der obere Teil der Pilgertreppe. Normalerweise muss die Pilgertreppe von unten nach oben auf Knien begangen werden. Hier sind sie von oben nach unten mit Schuhwerk gelaufen. Das hier die untere der Hälfte dieser Pilgertreppe. Und unten haben wir uns dann noch ein bisschen vergnüglich gemacht. Da konnte man alles Mögliche an Souvenirs kaufen. Wir haben das aber nicht wahrgenommen. Roc Amador, der älteste dieser Wallfahrtsorte, die wir besucht haben. Von da aus sind wir dann, naja, noch sind wir da, auf dem Campingplatz. Haben da gesungen. Ich glaube eigentlich, dass es hier war, wo wir 24 Strophen Ave Maria aushalten mussten. Ich bin nachts noch losgelaufen, eine Nachtaufnahme zu machen. Und am nächsten Morgen haben wir unser Morgenlob vor der letzten Etappe
gehalten und sind dann los Richtung Nevers. Das ist schon fast bei Paris, also jetzt groß betrachtet. Hier ein Blick von unserem Campingplatz aus in die Stadt hinein. Die Loire ist es, ja. Die Pilger haben sich zusammengetan und für unsere Band, für Ingeborg und Richard, eine Kleinigkeit zusammengetragen. Hier kriegen die Bernadette dann auch davor. In diesem Kloster hat Bernadette dann ihr Leben verbracht. Sehr alt wurde sie ja nicht. Wir haben in der Kirche dieses Klosters einen sehr schönen Gottesdienst miterleben dürfen. Zwar war das jetzt ja auch nicht meine Muttersprache, aber es wurde sehr viel Lateinisch gemacht. Und da staunt man doch, wie schön es ist, in einem fremden Land, wenn man die Sprache schon nicht versteht, da wenigstens aus dem Lateinischen her zu wissen, worum es jetzt gerade geht. Das ist Bernadette. Bernadette ist unvergesst aufgebahrt. Wir haben hier nochmal ein Andenkenfoto gemacht. Man muss dazu sagen, zwei Paare fehlen hier. Die sind schon in Lourdes abgezweigt und sind nach Spanien in Urlaub gefahren. Der Rest ist hier geblieben. Auch da hat der Richard für uns einen Dia-Vortrag über Bernadette organisiert. Nach diesem Dia-Vortrag haben wir den Abschiedssegen von Bernd bekommen und sind auseinandergelaufen. Dann musste der Stab noch ergänzt werden und die kleinen Aufkleber, die jetzt unseren Stab zieren, sind schon eine ganze Menge dran. Und dann noch ein schönes Bild von Nevers. Jeder von uns zurück in seine Heimat. Aber in Lourdes bin ich bis heute nicht gewesen. Ich weiß, ich kann mich damit eigentlich in diesem Kreis hier nicht sehen lassen. Aber es ist so. Und dann sage ich mal ganz einfach dabei, der Stab, der kommt von Gott. Von uns hier. Ja. Und da dürfen wir ruhig so sagen, ihr habt diese Pilgerfahrt gemacht, aber dadurch, dass der Stab von hier kommt und dass wir alle irgendwie mit diesem Stab beteiligt sind, denn ohne dass ihr hier da wäret, würde es diesen Stab nicht geben, würde es nicht den Impuls geben und wärt ihr sehr wahrscheinlich in dieser Konstellation nicht auf den Weg gegangen. So dürfen wir uns alle einfach als solche betrachten, die mit auf dem Weg waren und wir gehen alle mit weiter diesen Weg. Guten Weg weiterhin. Und vielen Dank.